Gut, dann würde Das ich sagen, fangen wir an. Herzlich ja. willkommen, ne, zu diesem Lunch Briefing. Mein Name ist Bernd Zimmermann. Ich bin Managing Partner bei der Organisationsentwicklungsboutique Change Pioneers und war selber viele Jahre lang Führungskraft in verschiedenen Unternehmen. Und in diesem Lunch Briefing heute erhalten Sie alle wichtigen Infos rund um das Thema Generationenvielfalt, wie man als Führungskraft oder Unternehmer damit umgehen sollte. Stichwort Generationspioniere. Und wir wollen den Nebel rund um die Generation Z, aber auch die anderen etwas lichten. Und dazu habe ich die Arbeitsexpertin, Rechtsanwältin und ich darf sagen, Erfolgsbuchautorin Susanne Nickel an meiner Seite. Susanne, magst du dich kurz vorstellen und kurz vielleicht das Haus der Generationen für uns verordnen? Sehr, sehr gerne. Also mein Herzensthema ist Veränderung, New Work. Und wenn man da genauer hinzoomt, dann kommt ganz schnell das Haus der Generation ins Spiel. Weil wenn wir verändern wollen, dann sehen wir, dass wir ganz klar vier Generationen am Arbeitsmarkt haben. Und die Babyboomer sind ja, die ist die Generation, die jetzt kurz vor der Rente ist. Ich bin Generation X. Ich selber habe einen erwachsenen Sohn und der Bernd ist auch Generation X, genau. Und brenne für dieses Thema, weil ich es so wichtig finde, zum einmal wirklich Thesen zuzuspitzen und zum anderen aber auch in den Dialog zu gehen. Und das ist jetzt quasi die Bewegung, die wir heute im kleinen Nukleus mit euch beiden sozusagen starten, weil wir gesagt haben, es ist uns ein Herzensthema, wir wollen da einfach weiter reingehen und es in die Unternehmen tragen. Dann kommt die Generation Y, das sind quasi die Jahrgänge bis 1995 dann. Die haben zum ersten Mal die Work-Life-Balance kreiert und dann gibt es die Generation Z und über die habe ich ja auch mein Buch geschrieben. Da ist quasi, wenn wir jetzt so die Blasen nehmen, also die Denkblasen dieser Menschen auf der Folie, dann seht ihr, da gibt es eine Tendenz, eine Entwicklung, eine andere Haltung zur Arbeit. Also es heißt nicht, die Generation Z ist faul, das hat mir mal jemand in den Mund gelegt, ist überhaupt nicht so, darum geht es nicht, sondern die Haltung zur Arbeit hat sich verändert. Und durch diese veränderte Haltung heißt es aber auch, wir müssen uns fragen, welche Führung braucht es jetzt da, welche Kultur brauchen wir, wie können wir die Menschen allesamt zu einem starken Haus der Generation abholen. Und dann haben wir jetzt euch erst einmal so ein paar Buzzwords mitgebracht, weil Buzzword-Bingo ist immer cool, haben wir gedacht. Und da wollten wir so ein bisschen reingehen, gell, Bernd? Genau. Genau. Und vielleicht noch abschließend hier, also warum sollte mich das kümmern? Jetzt kann man ja sagen, diese verschiedenen Generationen oder diese Blasen, das ist ja sehr generell. Und also wir wollen auf keiner Weise irgendwelche Menschen hier irgendwie, ne, in Schubladen stecken. Aber wir wissen sowohl auch in der Konfliktforschung, ne, was triggert mich, was triggert uns, aber auch aus der Kulturarbeit im Unternehmen, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich hingezogen, wo fühle ich mich nicht hingezogen. Dass das so sehr viel ja unter der Wasseroberfläche passiert, also sehr unbewusst sozusagen 60 bis 80%. Und irgendwo ist dieses, mit wem bin ich, in welchen Alterskohorten bin ich groß geworden und was hat mich da geprägt, beeinflusst uns halt schon auch emotional, ne? Also die Generation X, wir kennen halt noch, dass man die Kassetten, die Musikkassetten mit einem Bleistift aufwickeln muss. Wenn ich mit Z über Musikkassetten spreche, allein schon, dann gucken die mich wahrscheinlich schon ziemlich schräg an. Ne? Und also darum geht es. Man kann das hier sicherlich verfeinern mit Milieus und sonst was. Aber einfach zu sagen, ich erkenne an, dass es da möglicherweise Einflüsse gibt, die ich über verschiedene Lösungen, zu denen wir gleich noch kommen, auch herausarbeiten oder die ich sogar nutzen kann. Und genau, wie die Susanne schon sagte, gibt es im Unternehmen ja ganz viele Buzzwords, die auch mittlerweile schon einen Personaler oder einer Führungskraft studieren, da weiß man schon gar nicht mehr, was damit alles so gemeint ist. Daher aber, genau, haben wir die Susanne hier. Susanne, führ uns da mal ein bisschen durch und lichte diesen Nebel dieser Buzzwords mal für uns. Genau. Also Jobghosting ist, glaube ich, relativ klar, ne? Also das heißt, der Bewerber entwickelt sich zu einem Geist. Also im Sinne von, es wird entweder im Bewerbungsverfahren abgebrochen, Menschen erscheinen nicht zum Bewerbungstermin, sagen auch nicht ab. Oder aber die krasseste Ausprägung ist eben erster Arbeitstag, der Kandidat, die Kandidatin erscheint am ersten Arbeitstag nicht trotz unterzeichneten Arbeitsvertrag. Da dachte ich zuerst auch im Rahmen meiner Recherche, das ist irgendwo eine totale Ausnahme, aber nein, sehr viele Unternehmen haben mit Jobghosting zu tun. Und natürlich kann man auch sagen, naja, früher haben die Unternehmen geghostet und haben nicht geantwortet. Jetzt zahlt es ihnen die Z heim auf gut Deutsch und jetzt ghosten die. Aber es geht ja nicht darum, jetzt Fingerpointing zu machen, mit den schlechten Dingen die Dinge aufzuwiegen, sondern zu schauen, und das ist ja unser Ziel auch im Rahmen dieser Bewegung, quasi in ein konstruktives, gutes, kommunikatives Verhalten reinzubringen. Quiet Quitting und Loud Quitting könnt ihr euch auch annähernd vorstellen. Also Loud Quitting, wenn ihr dieses
dieses Video, was viral ging von der jungen Generation Z-Angehörigen mit dem Obstkorb, die sehr stark emotional reagiert hat, geweint hat und gesagt hat, 30 Urlaubstage im Jahr und geknechtet werden, so nicht, also ich kündige, das reicht mir. Also das heißt, dass die jungen Menschen ganz klar sagen, was sie wollen und auch eben laut quitting, also ganz laut kündigen und es laut ankündigen. Quiet quitting ist das Pendant dazu, dass es eben im Versteckten gemacht wird, was vielleicht eher auch, also das machen Jüngere auch, aber auch Ältere eben, man kündigt innerlich, man ist quasi, macht mehr oder weniger nur noch Dienst nach Vorschrift und hält sich einfach zurück und gibt nicht mehr eine Extrameile, sagen wir mal so. Auswahldepression betrifft jetzt die Generation Z, das ist ein Wort, was wichtig ist in dem Zusammenhang, weil die Generation Z ist ja eine Kohorte, die, wenn man jetzt mit dem Generationenbegriff arbeitet, wo es natürlich keine Homogenität gibt, ja, aber es ist eine Kohorte, die Mangelware ist und die sich aber sehr viel raussuchen kann, weil es ja am Arbeitsmarkt viele Möglichkeiten gibt. Und so kommt auch ein Zitat einer jungen Zettlerin zustande, die sagt, welches Sahnestückchen nehme ich mir denn? So, und es ist schön, wenn man Sahnestückchen zur Auswahl hat. Nur, wenn man jetzt vor einem Regal steht und es gibt 30 Kirschmarmeladen, ja, und ich will eine optimale Kirschmarmelade kaufen, kenne mich aber mit den Marken nicht aus, mal angenommen, ja, dann gucke ich vielleicht auf die Gläser, aber es kann ganz schnell passieren, dass ich in ein Dilemma komme, in ein Entscheidungsdilemma, dass ich nicht weiß, was ich nehmen soll. Und da korreliert die Auswahldepression. Das heißt, junge Menschen haben Möglichkeiten, haben Probleme, Entscheidungen zu treffen, weil sie denken, sie verpassen dann vielleicht was, wenn sie sich für A entscheiden oder B, je nachdem. Und das ist ein großes Phänomen, was wir da beobachten. Und das Letzte ist eine Kreation aus der Therapie. Das nennt sich Nachbeälterung. Vielleicht kennen welche von euch das Buch von der Stefanie Stahl, jahrelang Bestseller, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und da geht es darum, die inneren verletzten Kinder, sie spricht von Schattenkind und von Sonnenkind, die inneren verletzten Kinder sozusagen zu heilen. Und das korreliere ich in meinem Buch zur Generation Z und spreche darüber, dass es oft so ist, dass Ausbildungsleiter, Führungskräfte, jungen Menschen diese Reife, die es braucht, die Ausbildungsreife, die Berufsreife absprechen, weil sie aufgewachsen sind in einer Konstellation, sie halten uns natürlich den Spiegel vor, mit Helikoptereltern und Curling-Eltern, die quasi die Bahn freiwischen, die kreisen um die Kinder, wo es nur positives Feedback gibt, auch wenn es mal ein Scheitern gibt. Und so solche Menschen, die denken, sie sind die Tollsten, sind die Prinzen, Prinzessinnen der Eltern, die kommen dann ins Berufsleben und beim ersten Feedback knicken die ein und zeigen große Emotionalität, fangen an zu weinen, ja, machen Jobghosting, sind nicht in der Lage, erwachsen zu handeln. Und das ist mit Nachbeälterung gemeint, dass ich sage, wir brauchen, Unternehmen müssten nahezu Reparaturbetriebe für Eltern werden, weil es geht darum, die Menschen, die jungen Menschen abzuholen und zwar nachzubeeltern. Also das zu leisten, was die Elternhäuser vielleicht auch zum Großteil nicht geschafft haben oder zum Teil nicht geschafft haben. Und das können wir nur, indem wir Coaching als Führungsinstrument implementieren. Wie das genau gehen kann, da können wir auch nachher noch mal was dazu sagen, aber mir war wichtig, den Begriff zu erklären, dass es quasi noch nicht die Reife gibt, diese reifen Menschen, die quasi, man könnte ja sagen, warum ghosten die, warum schreiben sie nicht einfach eine E-Mail oder sagen ab im Sinne von, ich habe einen besseren Job gefunden. Nee, sie reagieren nicht. Und da hat man die jungen Menschen auch mal gefragt, warum tun sie das? Und da sagen sie halt, ja, sie trauen sich nicht, sie fühlen sich nicht der Kommunikation gewachsen. Also man muss die so ein bisschen, denen eine Hülle geben und die so ein bisschen in ihre Reife mit begleiten und hereinbringen. Und das geht am besten mittels Coaching. Und ich glaube, dass jetzt hoffentlich da ein bisschen der Nebel gelichtet ist oder dass das nicht mal stark an, aber man sieht halt, wie teilweise durch diese Generationsprägung halt psychologische Momente, soziodynamische Elemente halt irgendwie eine Rolle spielen im Unternehmen. Und gerade wenn ich dann über Fachkräftemangel, Wissenstransfer, Mitarbeiterbindungen spreche und dass ich da einzeln oder individuell da vielleicht auch vorgehen muss, man aber auch geschickt strategisch, sag ich mal, diese Themen ja in Verbindung setzen kann, sei es im Recruiting, sei es bei der Mitarbeiterbindung, sei es in der Führung und Mitarbeiterentwicklung und die sozusagen damit auch strategisch nutzen kann. Und
Was ich sehr spannend fand, ist bei diesem Thema, ich war verantwortlich für die globale Diversity-Strategie von Siemens Healthineers, also für einen weltweiten damals 55.000 Mann- und Frau-Laden. Und da war oft das so ein weiches Thema, ne? Ähnlich wie Unternehmenskultur, also grundsätzlich Diversity irgendwie schwierig. Aber bei Altersdiskriminierung in beide Richtungen, also nicht nur Richtung Gen Z, sondern auch Richtung Alt, was immer noch das zweithäufigste Diversity-Diskriminierungsthema ist, da rechnet sich mal richtig so ein Business Case. Und da habe ich wirklich harte Business-Probleme, wie zum Beispiel Wissenstransfer, Mensch, mir die Boomer verlassen langsam Unternehmen. Ich muss hier wirklich was, ich muss wirklich Lösungen finden, ich muss den Fachkräftemangel begegnen und so weiter. Und genau, ich hatte es gerade auch schon erwähnt, Susanne, vielleicht noch ein weiteres Titel oder Kapitel zu dem Thema Studien. Was hat denn dein Research so ergeben? Was sind denn so, was sagt denn so die Studienlage so auf der Zahlen, Daten, Faktenlage? Was ist denn, also warum muss dieses Generationsthema diesmal wirklich gelöst werden und nicht damals wie mit Elvis oder den Beatles oder Nena oder den Karottenhosen? Also das sind so Dinge, wo ich mich noch erinnere, wo die Eltern halt ein bisschen geschimpft haben, aber dann war auch gut. Warum ist es so wichtig und was für Kosten entstehen da für Unternehmen? Genau, also der Punkt ist natürlich, wir haben mit der Generation Z eine sehr kleine Kohorte, es sind nur 14% der Einwohnerschaft in Deutschland, das ist relativ wenig. Und wir haben die Boomer, die in Rente gehen, das heißt, wir haben eine Lücke 2035 von 7 Millionen, na? Von 7 Millionen offene Arbeitsplätze. Und das können wir uns, glaube ich, überhaupt noch nicht ausmalen, was da passieren wird bis dahin. Ja? Und es ist so, dass es quasi nicht letztes Jahr 2 Millionen offene Stellen gab, also auch eine Menge, und dass uns dadurch viel Wertschöpfung verloren geht. Und deswegen ist das Thema, dass wir sagen, naja, es gibt jetzt ein paar oder einige oder Tendenzen in einer Generation, die sich weigern oder die jetzt andere Haltung haben, die vielleicht jetzt Überstunden ablehnen und mehr an sich selber denken, könnte man sagen, naja, lass mal die halt außen vor, wenn die keinen Bock haben mitzumachen. Aber der Punkt ist, wir brauchen eben jeden, um das Thema Fachkräftemangel zu lösen. Und es ist ja auch kein Thema, was jetzt irgendwie aus der Luft auf uns zukommt, sondern das war ja alles absehbar. Also ich habe eine Dame befragt im Buch und die hat mir gesagt, die war Mitte 30 Geschäftsführerin, sie hat vor 10 Jahren ihre Masterarbeit zum Fachkräftemangel geschrieben. Ne? Da war das Thema schon konkret. Also insofern, ich denke, es ist konkreter denn je. Und unser Ansatz ist eben zu sagen, okay, es gibt unterschiedliche Generationen, es gibt unterschiedliche Typen. Wie können wir es schaffen, alle gemein, mit allen gemeinsam im Boot sozusagen in eine Richtung Fahrt aufzunehmen, sodass man eben nicht den Generationsneid schürt. Ne, da haben wir ja gehört in Workshops zum Beispiel, ja, die Jüngeren neiden es den Älteren, dass sie noch Rente bekommen, die Älteren leiden es den Jüngeren. Naja, dass sie so forsch sind und im Bewerbungsgespräch schon nach einem Sabbatical fragen oder Montag, Freitag frei oder was auch immer. Und dass dieser Neid, also dass der sich nicht weiter zuspitzt, diese Spaltung, sondern wie auch in der Mediation, die Positionen sind das eine, die führen in der Regel eher zu Neid. Und was steckt dahinter? Welche Interessen und welche Bedürfnisse? Und das ist quasi das, wo wir gesagt haben, wir fahren diesen Ansatz mit den Generationspionieren. Ja, genau. Und vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen und dann haben wir auch Zeit für, falls noch Fragen sind, also diese Idee damit zu sagen, wir gehen da eher mit um, als dass wir es geschehen lassen und idealerweise natürlich auch irgendwie in eine Art dialogischerem Element, als nur in diesen Silos aneinander vorbeizuarbeiten oder sogar gegeneinander zu arbeiten oder Konfliktkosten zu erzeugen, die ich durch ein einfaches, empathisches Kennenlernen, sage ich mal, generationsübergreifendes Kennenlernen, ganz schnell in einer halben Stunde lösen konnte, wie wir auch schon in einigen Workshops bei Kunden erleben durften. Naja, genau, Susanne, kannst du hier nochmal so grob auf diese zwei Punkte eingehen und auch nochmal unten so auf die angedeuteten Lösungen, die man da sieht? Genau, also der Punkt ist zum Ersten natürlich, und wir haben ja, das Thema Change ist ja auch unser großes Thema, es startet natürlich mit dem Mindset, ne? Und der Punkt ist einfach zu sagen, ne, wann verändern wir uns, wenn eine Dringlichkeit da ist? Ja, aber ich glaube, wir müssen sensibilisieren und achtsam sein, was das Thema Generation betrifft, was die Zukunftsthemen betreffen. Und dass wir wirklich sagen, wir verschließen uns nicht vor dem Problem, sondern wir öffnen uns und wir nutzen es, um in den Dialog zu gehen. Und es startet
unserer Erfahrung nach einfach mit der Einstellung, mit dem Mindset zu sagen, nee, interessiert mich nicht, sondern sich wirklich dafür zu öffnen und achtsam auch zu sein über die Generation. Achtsam mal zu sein am Tag im Unternehmen. Was denke ich über die Jüngeren? Was denke ich über die Älteren? Wo sind Stereotype und wo kann man sich mal auch hinterfragen? Und das Zweite ist dann, wenn wir diese achtsame Haltung haben, dann ging es natürlich darum, nicht zu warten, bis die Boomer alle weg sind und die Lücke da ist, weil dann ist es definitiv zu spät, sondern zu überlegen, okay, wie können wir denn jetzt konstruktive Lösungen finden, indem wir quasi in unserem eigenen Unternehmen so eine Generationspionierbewegung starten. Wenn wir sagen, okay, mit was starten wir? Starten wir mit einer Generationsmediation, mit einem Dialog, wo wir vier Generationen, was der Bernd und ich auch schon gemacht haben, in den Dialog bringen und wo es dann wirklich so ein Zauberelement gibt, so ein Zaubermoment, wo die Menschen sich öffnen und ihre Bedürfnisse, ihre Interessen schildern, weg von den Positionen und wo die wirklich in den Austausch gehen. Und das, glaube ich, ist der nächste Schritt, der wichtig ist, die in den Dialog zu bringen und nicht weiter zu warten, bis sich die Positionen noch weiter festigen. Ja, und genau, also so einfach kann es sein, ne, mit den Lösungen, also ob man jetzt eben dein neues Buch, was wir da unten sehen, verzogen, verweichlicht, verletzt, und das Z ist natürlich nicht zufällig, aber ob man das mal seinen Führungskräften zu lesen gibt, ob man hier das angedeutete Generation-Mediations-Playbook mal in ein Pilotteam mal reingibt, oder ob man über neue Formen des Onboardings nachdenkt oder mal auch die Führungskräfte in dieser Nachbeälterung schult. Also all das sind Lösungen, und wer da noch mehr Interesse hat, sieht ja unten rechts so eine E-Mail, können wir gerne auch nochmal individuell über die jeweilige Situation sprechen. Und genau, jetzt am Ende unseres Briefings wird uns vielleicht noch kurz interessieren, und da könnt ihr entweder das Menti hier nutzen oder, da wir hier im Call auch nur zu zweit sind, mit euch zwei Gästen, können wir es auch einfach direkt auf der Tonspur vielleicht zusammen mit Anmerkungen oder Fragen von euch machen. Aber was glaubt ihr, steigert ein Investment in den Generationendialog die Wettbewerbsfähigkeit in Unternehmen? Und damit, genau, eröffnen wir mal hier die Frage oder kurze Antwortrunde vielleicht gerne auch. Sascha oder Herr Ladewig? Also ich habe gerade mit ja geantwortet auf Menti. Cool, danke. Definitiv. Es ist etwas, was auch für die Wettbewerbsfähigkeit relevant oder immer relevanter wird, einfach aufgrund des Zeitfaktors, weil natürlich die älteren Generationen, was ich auch mitkriege, gerade im Bekanntenkreis, machen mal weniger, gehen in andere Richtungen, machen ein bisschen Coaching nebenher oder so und fangen schon an, die Dinge zu übergeben. Das habe ich gerade früher einen Call mit einem Partner gehabt, wo es darum ging, dass er sich rauszieht aus dem operativen Geschäft als Sales Director und mehr in Richtung Coaching und ähnliche Dinge geht. Ja. Und da ist natürlich die Frage, an wen übergebe ich dann die Aufgaben? Und da muss die nächste Generation dann schon vorbereitet sein und auch willens und bereit sein, das zu übernehmen. Und da kann ich mir auch vorstellen, das ist halt gerade bei der Generation Z, wo ich habe auch Kinder in dem Alter, in der Generation, wo ich auch merke halt, die sind anders irgendwie drauf. Die sind auch so ein bisschen zögerlich, auch was du gerade beschrieben hast vorhin, also mit diesen, vielleicht die Helikopter-Eltern-Situation. Obwohl ich selber von mir sagen würde, ich war gar nicht so schlimm, aber das sagt wahrscheinlich jeder von sich, aber die haben schon eine gewisse Verhaltensweisen, wo ich mich immer frage, in dem Alter habe ich doch schon mehr Quatsch gemacht irgendwie. Die sind sehr brav irgendwie zum Beispiel. Da trauen sich bei nicht immer. Sehr angepasst. Gut. Die gehen auch sehr angepasst. Also das ist, was mir auffällt, auch an der Generation. Und da glaube ich, ist schon, ja, wie auch immer man da ansetzt, finde ich spannend, was ihr da für Tools oder Möglichkeiten habt, aber irgendwo anzusetzen, um da auch das Verständnis zwischen den Generationen zu verbessern, ist, glaube ich, schon wichtig. Ich habe jetzt spannenderweise, bevor der Herr Ladewig was sagt, noch zu dir, ich sage jetzt auch einfach mal du, ja, ich habe jetzt von einigen Älteren, also Generation X oder Boomer, die mein Buch gelesen haben, das Feedback bekommen, sie haben es ihren Kindern gegeben, die nämlich Kinder im Alter der Generation Z haben, und haben das gemeinsam diskutiert, was ich großartig finde. Das war jetzt eigentlich nicht die Intention des Buches, auch in die Familien zu gehen, finde ich aber großartig, weil ich glaube, es ist da auch da wichtig, in den Austausch zu gehen, gell? Also deswegen danke für die Anmerkung. Ja. Ja. Herr Ladewig. Ja, ich bin auch Leser des Buches mittlerweile und reflektiere gerade auch ein bisschen, weil ja, ich mache Mitarbeiterbefragungen bei uns auch, bei Instituten und bei denjenigen, die sich interessieren dafür, was innerhalb dann des eigenen Instituts los ist. Und ja,
Ja, das ist so ein bisschen auch zwei Pole, die da aufeinandertreffen. Ja, natürlich zum einen dieses Erlebnis, dass die jüngsten Mitarbeitenden, also sprich dann Azubi Plus, Gen Z, ghostet oder dann gar nicht mehr plötzlich dann Interesse hat, nach der Ausbildung weiterzumachen. Zum anderen aber auch die Boomer, die teilweise auch schon ziemlich gefrustet sind, nach dem Motto, mir langt es nun aus, um im Schwäbischen zu bleiben. Ja, also wir sind da schon mit diesem ganzen Fokus auf die Gen Z ein bisschen irgendwie, an der Seite geparkt, so von der Wahrnehmung her, dass manche Boomer sagen, ja, Moment, beispielsweise, ja, die kriegen gleich ein Tablet in die Hand gedrückt als erstes mit einem riesen Obstkorb, ja. Und was habe ich für Anträge geschrieben, um überhaupt ein iPad oder whatever als technische Mindestausstattung, was ich für meine tägliche Arbeit brauche, zu bekommen? Also das ist schon so, diese zwei Lagerbildung beobachte ich gerade. Ja? Ja. Zum einen Fokussierung, medialer Auftritt, was dein Buch ja auch dann ja auch herstellt. Aber es heißt ja auch generationenübergreifend und nicht nur Gen Z, das ist nur der mediale Aufhänger. Klar, um da möglichst da auch ein bisschen reinzukommen, aber diese zwei Lager, die ein bisschen auf sich treffen, dazwischen noch ein paar andere Generationen, Xer und so weiter, die sich die Augen reiben und sagen, die einen, die sagen, ja, sie haben keinen Bock mehr und sind jung, die anderen sagen, sie haben keinen Bock mehr und sind alt, die Boomer quasi. Also die zwei, das hat schon auch teilweise jetzt, ich bin Marktforscher da, zu den Ergebnissen in der Messung der Loyalität, Bindung und so weiter, weil wenn man sich anschaut, ein 60-Jähriger, 50-Jähriger, der hat immer noch eine Restlaufzeit, je nachdem, wie es gerade aussieht. Und da wäre es halt gerade um diese Modelle wie Mentoring und so weiter oder Generationendialog auch anzuschieben, braucht es auch motivierte Boomer und es braucht dann auch Willige, die sich das Ganze auch dann anhören und jetzt sagen, komm, ich als Beispiel, ja, toll, dass ihr uns jetzt über Kassetten erzählt, ja, aber das war damals und wenn es heißt, ja, damals, Punkt, 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 dann steigen die schon aus, also das heißt, das sind so ein paar Eindrücke aus den, und da finde ich es gut, um Fazit zu ziehen, dass ein Dialog, strukturierter Dialog aufgegriffen wird. Und dass man mit dem strukturierten Dialog auch in die Unternehmen geht, weil die Personaler, die HRler, die sind teilweise total auch überfordert und können das selber gar nicht leisten. Und von daher ist gut, da von außen ein bisschen Moderation, Mediation dann hier zu bieten. Auf jeden Fall Top-Thema gerade. Es gibt ein Buch von dem Heinz Bude, Abschied von den Boomern, wo die Boomer auf die Schätzung bekommen. Weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Ne? Ja. Und was noch ein anderer Gap ist, neben den Boomern, die ja vor der Rente sind, aber auch noch ein paar Jahre haben, ist die Generation X, die ja auch völlig durch den Radar fällt. Ne? Weil das sind ja so die Mittelalten, wo man sich denkt, die haben noch nie so richtig aufgemuckt, aber die sind halt schon immer da, die waren in Masse immer da. Ne? Wenn ich an mich denke, zweites juristisches Staatsexamen, sind Juristen Taxi gefahren. Also das heißt, auch die gibt es noch. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, die abzuholen und denen Perspektiven zu bieten und die einen strukturierten Dialog anzubieten, da bin ich total, das ist ja genau unser Ansatz, was Bernd und ich betreiben. Und jetzt sind wir mal gespannt, ne, Bernd, wie viele Unternehmen reagieren auf unsere Werbung und auf das, was wir vorhaben, und weil es halt ein weiches Thema ist. Es ist halt schwer zu messen. Ne? Also bei Sales kannst du halt messen, hast zwei Sachen verkauft, hast so viel Umsatz gemacht. Ne? Bei dem Thema Konflikte, Kommunikation, Mediation sind halt die Outcomes schwer zu messen, aber nicht weniger wichtig. Gell? Absolut. Wobei ich gerade, was Herr Ladewig noch sagte, auch ergänzen möchte, also zum einen super spannend wäre es mal bei Mitarbeiterumfragen auch das Alter der Mitarbeiter mitzubekommen, was man, glaube ich, natürlich datenschutzmäßig ist, wird das sehr schwierig sein. Aber viele Unternehmen, also ich glaube, sie brauchen auch einen strategischen Dialog. Also wir sehen es, dass ja oft schon ab 45 man zum Beispiel gar nicht mehr in ein Potenzialprogramm in Unternehmen heute aufgenommen wird. Also da ist man ja schon irgendwie auf der zweiten Ersatzbank oder auf der dritten. Und da erleben wir auch so eine gewisse Umkehr, dass wenn darüber nochmal drüber nachgedacht wird und strategisch ein Dialog stattfindet, man dann sagt, nee, wir legen doch, also warum kann nicht jemand auch mal mit 55, der noch nie Führungskraft war, warum trauen wir dem nicht doch zu? Weil wir wissen, der muss ja noch 13 Jahre arbeiten oder wie viel auch immer.
Doch wir trauen ihm eine Führung zu und er möchte das auch. Und man musste aber sicherlich erstmal sehr viel alte, ne, du bist eigentlich schon auf der dritten Ersatzbank, das muss man auch dann erstmal wegkriegen, sozusagen als Unternehmen. Und dieser Dialog fangen langsam einige Unternehmen an, auch, sag ich mal, strukturell an dieses Thema nochmal ranzugehen. Hm. Genau, wir sind hier on the top of the hour, wie es so schön heißt. Also vielen Dank für eure Impulse. Und fürs Zuhören, für dieses Briefing. Wenn es noch irgendwas gibt, also wenn ihr uns noch was schreiben wollt, an sich zum Format oder auch welches Thema wir vielleicht mal aus diesem Themenkomplex auch nochmal in so einem Briefing vertiefen sollen, herzlich gerne. Und genau, hat uns sehr gefreut. Genau, danke. So. Tschüss. Super. Gerne. Dann Dank. Ciao. Ciao. Ja, danke. Ciao.